In einer Reihe von Videos möchte ich das Programm SimChemistry vorstellen. SimChemistry ist ein Programm zur Simulation von Teilchenbewegungen, ist sicherlich vor allem für Chemie, aber durchaus natürlich auch für Physik oder für Biologie interessant. Das Besondere ist, dass ich bei diesem Programm nicht mich darum kümmern muss, wie die Bewegung der Teilchen geschieht, sondern ich muss nur Einstellungen vornehmen, wie die Teilchen sich in bestimmten Situationen verhalten. Also das heißt, die Teilchen bewegen sich von alleine, aber ich stelle zum Beispiel deren Gewicht ein, die Anziehung der Teilchen untereinander oder wie die Temperatur in dem System, in dem Simulationssystem ist. Und das Programm nimmt sich dann die Werte zusammen und führt eben dann die Simulation der Teilchen durch. Das ist im Grunde genommen wirklich recht einfach. Sie können aber natürlich auch schon vorhandene Simulationen von anderen Chemielehrern nutzen, die es gibt. Ich selber habe einige erstellt und Ihnen einen Link in die Beschreibung eingefügt. Das Programm selber startet hier mit einer leeren weißen Fläche. Das ist eigentlich der Hauptsimulationsbereich. Und ich habe hier oben einige Knöpfe zur Bedienung. Die spielen zunächst mal keine Rolle, wenn man einfach nur erstmal die mitgelieferten Beispieldateien anschaut. Diese Beispieldateien sind bei der Installation enthalten. Übrigens, die Installation und die Nutzung funktioniert, auch wenn es ein älteres Windows-Programm ist, recht gut unter Windows, auch den aktuellen. Aber auch unter Linux mit Hilfe von Wine, wie man hier erkennen kann. Diese Programme zeigen im Prinzip Möglichkeiten und ich werde mal ein oder zwei vielleicht öffnen, um Ihnen zu zeigen, was möglich ist. So, was man jetzt hier sieht, das sind eben diese Teilchen, die kleinen. Und große Teilchen, ich kann die also beliebig einstellen. Ich habe hier auch Wände, denen ich bestimmte Eigenschaften geben kann, abgesehen von der Farbe und der Dicke. Es geht hier um die Interaktion, wie die Teilchen hier miteinander interagieren. Wenn Sie diese Simulation Brownian starten, wird es erstmal anders anfangen, weil ich hatte nämlich das vorhin schon mal geöffnet. Man kann, wenn man hier draufklickt, von vorne anfangen. Was ich hier nämlich habe, ist ein sogenanntes Scripting. Scripting kann man so vorstellen, sich vorstellen wie so eine Art teilweise interaktive Präsentation, wo eben nacheinander Text eingeblendet wird. Manchmal muss man auch was machen, wie zum Beispiel jetzt hier einen Knopf drücken. Hier habe ich jetzt eben die Teilchen, die sich bewegen und nebendran Informationen dazu. Und jetzt wird nach und nach anderer Text eingeblendet, aber eben zum Beispiel dann auch neue Teilchen, die man bisher noch nicht gesehen hat, zum Beispiel. Ich kann das, glaube ich, in diesem Fall überspringen, indem ich eine Taste drücke. So, und da hat man dann eben zum Beispiel Teilchen. Solch ein Scripting ist schon wesentlich schwieriger und ich selber habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Wer mit SimChemistry anfangen will, kann natürlich einfach erstmal vorhandene Simulationen verwenden und die einfach so ablaufen lassen. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sehr leicht aus Versehen eine Simulation überschreibt. Vor allem, wenn ich eine bestimmte Ausgangssituation habe und die Teilchen verteilen sich dann, dann muss ich aufpassen, dass ich eben nicht zum Beispiel eine nicht gewünschte Situation dann abspeichere. Das ist so die größte Schwierigkeit dabei. Bei diesen Scriptings hier habe ich halt sehr viel Text. Das kann ich sicherlich auch für die Schule verwenden, weil das nicht so kompliziert ist. Oder ich verwende vielleicht einfach nur die simulierten Teilchen. Ja, diese Knöpfe hier oben, bei denen geht es vor allem um Scripting. Hier kann ich zum Beispiel auch anhalten, eine Simulation hier durch die Teilchenbewegung stoppen. Wenn ich sie laufen lassen will, dann muss ich in diesem Fall beide aktiviert haben. Wichtig ist aber für Anfänger erstmal nicht diese ganzen Knöpfe, sondern es ist eher wichtiger,
dass man vor allem diesen roten Knopf, der, wenn man ein leeres Dokument erstellt, eigentlich erstmal gedrückt ist, dass man den ausschaltet. Vielleicht gerade als Beispiel, hier ist eine leere Simulation und da ist hier dieser Knopf gedrückt. Man würde damit ein Skript aufzeichnen. Ich empfehle dringend, das auszuschalten. Und sobald man eine Simulation einigermaßen erstellt hat, sie abzuspeichern, wie man sie haben will. Weil das ist eher das größte, die größte Schwierigkeit. Ja, ansonsten kann man sich anhand dieser Beispieldateien so ein bisschen informieren, was möglich ist. Da gibt es zum Beispiel, wo haben wir es? Das Dokument Tour. Und da wird eben nicht nur gezeigt, was alles so an möglichen Objekten verwendet werden kann, wie zum Beispiel hier solche Kolben, die mit einem bestimmten Druck nach unten drücken. Man sieht zum Beispiel auch hier das blaue und rote Teilchen, wenn sie miteinander zusammentreffen, miteinander reagieren können und neue Teilchen bilden. Und es wird in dieser Tour auch einiges erklärt, was möglich ist, also was für Einstellungen man vornehmen kann. Das ist sicherlich interessant, das mal durchzugehen. Wem diese Informationen hier drin nicht reichen, der kann sich natürlich im Handbuch umschauen, das hier unter Index zu erreichen ist, unter Help. Unter Linux funktioniert das, glaube ich, nicht immer so gut. Notfalls muss man im Dateienmanager das entsprechende Dokument suchen und dann in einem kompatiblen Editor sich dann anschauen. Ich habe allerdings auch, weil das Ganze, also diese Hilfe, weil die ja auf Englisch ist und einige Fachbegriffe verwendet, mir einen Teil davon übersetzt. Und das Ganze ist im ZumWiki Chemie Digital zu finden, auf der Seite zu Sim Chemistry, wo ich einige Informationen abgespeichert habe, sind unter anderem Inhalte aus dem englischen Handbuch zum Teil übersetzt. Da ist die Überschrift und da findet man einige Übersetzungen von Namen, aber auch noch ein paar mehr Informationen, auf die ich später noch eingehen werde. Das soll es zunächst mal sein. Genießen Sie die Simulation, schauen Sie, was möglich ist und hoffentlich haben Sie dann Lust darauf, selber etwas auszuprobieren.